Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video, in dem ich dir erzählen möchte, wie ich meine Weltreise finanziert habe. Ich bin 2009, 2010 anderthalb Jahre unterwegs gewesen und habe quasi ein halbes Jahr, bevor ich losgeflogen bin, angefangen, alles zu organisieren. Also da kam mir die Idee, ja, ich will das machen, und ein halbes Jahr später bin ich aufgebrochen. Und ja, welche Tipps kann ich dir verraten? Wie habe ich das Geld zusammenbekommen, um diese Reise machen zu können? Ich habe insgesamt 10.000 Euro gespart. Das ist nicht unbedingt viel, aber ich bin damit zurechtgekommen. Und jetzt erzähle ich dir, was ich alles gemacht habe. Also zuerst mal hatte ich 4.000 Euro gespart. Das lag sozusagen schon bereit auf meinem Konto. Das habe ich in die Reisekasse getan. Dann habe ich meine Wohnung gekündigt und ja, ich sozusagen die aufgelöst, und die Kaution waren 1.000 Euro, die ich für die Wohnung hinterlegt habe, und auch das kam in meine Reisekasse. Und dann habe ich auch noch meine Wohnung schon 2 Monate bevor ich losgereist bin gekündigt und habe in der Zeit bei Freunden gewohnt, beziehungsweise ich habe meine Familie nochmal besucht und so, und habe sozusagen von diesen 2 Monaten auch noch das Geld gespart, und da kamen dann wieder 1.000 Euro in die Reisekasse. Außerdem hatte ich einen Massagejob und habe dann in diesem halben Jahr wirklich jede Schicht angenommen, die ich bekommen konnte, und habe da auch noch mal mehrere 1.000 Euro zusammenbekommen und sozusagen einfach das Überarbeiten, die Kasse aufgefüllt. Und als letztes habe ich mir auch noch Geld geborgt. Den Tipp würde ich dir auf jeden Fall auch machen, wenn du den Ruf danach spürst, dass du jetzt losreisen möchtest. Dann schau dich doch mal um in deinem Umfeld, bei Freunden, bei der Familie. Es gibt manchmal Menschen, die haben Geld auf dem Konto liegen, das sie gerade nicht brauchen. Und vielleicht kannst du es dir borgen und hinterher einfach sozusagen losziehen und das Geld verdienen. Weil ich hatte auch mal 97 war das, als ich meine erste Reise gemacht habe. Da habe ich auch irgendwie nicht vorher geschafft, das Geld zusammenzubekommen, und habe es mir geborgt. Damals waren es allerdings auch nur 3 Monate. Es war dann eine kleinere Summe. Letzten Endes habe ich es mit diesen Dingen geschafft, sozusagen diese 10.000 Euro zusammenzubekommen. Ich gucke nochmal auf meinen Zettel, ob ich euch alles gesagt habe. Massieren, Erspartes, Geliehenes, Kaution und die Wohnung vorher früher aufgegeben. Genau, das waren so die 5 Pfeiler, aus denen sich meine Reisekasse zusammengesetzt hat. Jetzt noch 2 Learnings, die ich dir gerne weitergeben möchte. Einfach um vielleicht, ja, dir das Leid zu ersparen, was ich im Nachhinein hatte, weil ich kam dann wieder und war dann wirklich komplett pleite und habe ja mit ganz schönen Existenzängsten dann gekämpft, weil ich nicht sofort wieder ins Arbeiten reingefunden habe. Also heb dir ein bisschen was auf, bau dir einen kleinen Puffer auf, brauch nicht alles auf, damit du, wenn du zurückkommst, eine sanfte Landung hast und halt auch dir noch ein bisschen Zeit geben kannst, ein bisschen Zeit hast, dich wieder einzuleben und wieder was zu organisieren. Vielleicht kriegst du sowieso, machst ein Sabbatjahr und gehst zurück in deinen Job, super. Aber auf jeden Fall den Tipp, lass dir noch am Ende was übrig, wenn du wieder zurückkommst, damit du einen leichten Einstieg hast. Ja, gib nicht alles bei der Reise vorher aus oder borg dir dann nochmal was. Genau, und der zweite Tipp, ich hatte ja meine Wohnung aufgegeben und das habe ich dann beim zweiten Mal nicht mehr gemacht, weil als ich zurückkam, hatte sich die Wohnungssituation in Berlin so geändert, dass ich totale Schwierigkeiten hatte, eine neue Wohnung zu finden und dann unfreiwillig ein halbes Jahr auf den Sofas von Freunden schlafen musste, weil ich einfach keine eigene Wohnung gefunden habe. Und ja, also wenn du, also heutzutage würde ich das eher so empfehlen, die Wohnung unterzuvermieten, dich die Miete sozusagen zu ersparen, um dann aber hinterher, wenn du wieder da bist, wieder in ein sicheres Zuhause zurückkehren kannst, weil nach so einer Weltreise, da hast du einfach auch nochmal sehr viel zu verarbeiten, und dir da einfach noch ein bisschen Zeit zu schenken und den Einstieg wieder sanft zu machen,
darum empfehle ich dir, deine Wohnung zu behalten. Aber manchmal sind ja die Umstände auch so, dass man echt einfach mal alles hinter sich lassen will. Dann, ja, hör da am besten einfach auf dein Gefühl, was für dich sich gerade stimmig anfühlt, und dann mach das. Ja, aber das sind einfach die Erfahrungen, die ich jetzt mit dir teilen kann, und vielleicht ist was dabei für dich, was dir weiterhilft, weil ich wirklich so eine Weltreise zu machen, in die Welt loszuziehen und ja, diese Erfahrungen, die man da macht, die hat man sein Leben lang, und das ist so bereichernd und das steigert das Selbstvertrauen so stark. Also als ich ein halbes Jahr durch Indien gereist war und ich wusste, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich alles so. Oder als ich den Annapurna Circle gemacht habe und den 5400 Meter hochgeklettert bin, als ich diesen Pass da überquert habe, ich wusste, wenn ich das schaffe, mir kann nichts mehr passieren. So, ja. Also es sind wirklich tolle Erfahrungen, und ich kann es jedem nur ans Herz legen, wirklich so eine Reise zu machen, einfach mal losziehen. Ich wollte halt mal so lange reisen, bis ich keine Lust mehr habe, und das habe ich mir da geschenkt. Und wenn du auch diesen Wunsch hast, ich kann dich nur bestätigen und ermutigen, es wirklich zu tun. Es ist so, so schön, und ja, diese Erfahrung hast du dann für dein Leben lang. Ja, ich habe noch eine ganze Reiseserie gerade gemacht, drei Teile. Die verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Kannst dir mal reinschauen. Einmal meine eigenen Reisenerfahrungen aus 20 Jahren. Also ich war schon auf fast jedem Kontinent. Ich bin als Frau allein gereist, darüber teile ich. Und auch, wie du Low Budget durch die Welt kommst. Also schau mal vorbei, wenn du eh gerade in der Reiseplanung bist oder einfach Interesse hast, dich inspirieren lassen möchtest. Dann klick auf eins der Videos, die du unten in der Infobox findest. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt den Kanal. Und wenn du die Glocke drückst, dann wirst du auch immer informiert, wenn neue Videos erscheinen. Ich danke dir fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.